Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P. Wir wollen uns jetzt dann doch mal den nervigen Viech da hinten stellen. Wir haben jetzt mal eine neue Waffe doch mal zusammengeschustert, dieses wunderhübsche Ding. Das, die Großen werden immer trotzdem aggro, gell? Da kann ich den backstabben. Sehr schön. Bisschen, aber gar nicht so viel behäbiger oder langsamer als die Elektrowaffe behauptet. Und dadurch, dass der Y-Angriff scheinbar stunt, will ich den auch gar nicht aufladen, sondern zum Stunnen hernehmen. Wenn der auch so große Gegner immer stunt, ist das eine der besten Waffen, die wir nehmen könnten. So, sehr schön. Dann reden wir mit dem Kerl hier. Wir auch. Achso, ah, das ist da. Das Ding, den wir schon gedacht. Ihr, die ihr gesündigt habt, tut Buße für eure Tränen. Nur wer seine Seele gereinigt hat, darf weitergehen. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Krat. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite. It's said to react to someone who has ergo and grant them special power, temporarily. Maybe you'll find a star to wish on, Stalker. And if you do, I hope this cube helps you with that. Okay, den haben wir auch noch nicht. Den kann ich bestimmt hier so ausrüsten, ne? Dein Wunschstein gibt verschiedene Arten von Wunschsteinen. Wird ein Wunschstein verbraucht, aber er wird im Lager wieder aufgeladen. Okay. Haben wir da im Moment drin? Stellt vorübergehend Lebenspunkte wieder her. Okay, wenn ich jetzt hingehe, dann kann ich den nicht neu hernehmen. In welchem Lager wird denn der? Wenn du wieder oder einen Stargazer besuchst. Hätte ich jetzt aber eigentlich. Kapier ich nicht. Vielleicht wirkt der einfach da. Oh. Weg. Fleckige Kornoten. Es ist bestimmt der Gebietsboss, hä? Das ekelhafte Monster.
Es wirkt so, als ob man da runterspringen könnte. Ich glaube es nicht, weil es schaut irgendwie nur so ein bisschen so aus. Und es ist eher gefallen. Okay. Okay, da gibt's Verfall, wenn ich da reinlauf. Da ist ein Aufzug, der nur nach unten geht. Okay, dann muss ich jetzt früher angreifen. Abiteri. Oder? Magst du mich? Okay. Da hinten oder so gab es ja keinen Aufgang, ne? Genau. Dann wollen wir hier hoch. Ich denke nicht, dass der da hinten irgendwas werfen kann. Das wäre ultra nervig. Okay, er kann Verfall um sich werfen. Halten aber nicht viel aus. Ist schon mal gut zu wissen. Wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht genau. Ah, irgendwie oben runterfallen lassen. Falsche Seite. Na, aber ein bisschen Loch. Ich vermute immer, dass da dahinter irgendwo was liegt. Ach, das ist ja blöd. Anfallschaden verreckt. Sehr schön. Also rum war zu, oder? Ja, geguckt. Ja. Ja, es gefällt mir, dass die Gebiete doch relativ linear sind. Das mag ich eigentlich lieber. Ich bin da gar kein Fan davon bei den Souls-Spielen, wenn ich da so viel rumlaufen muss. Und es ist mir nicht zu linear. Es ist nicht ein Weg geradeaus. Es ist schon immer so 2, 3, hier und links und rechts und so. Und dann passt es schon. Ich glaube, in irgendeinem Test habe ich mal gelesen, dass es zu linear wäre. Und wie gesagt, finde ich nicht schlimm.
Da kriege ich immer wieder Mondstein, sehr schön. So. Diesmal ein bisschen mehr aufpassen da beim Runterfallen. So. Ja, schön. Nochmal ein Mondstein. Ja, witzig, wie das bei den Leitern gekennzeichnet ist, auf welcher Seite man hochgehen kann, ist da einfach Platten liegen. Lass mich doch von dem Spiel nicht verarschen. Okay. Hallo? Magst du mich? Mal ein bisschen aufpassen, ja. So, hier gibt es noch nichts zum Runterfallen, weil da waren wir schon überall. Aber irgendwie muss ich noch höher, weil da vorne gab es was. Da hatte ich was gesehen. Na, da kann ich quasi von oben nach unten fallen. Um zu dieser Höhle mit den Drohnen zu kommen. Ach du Heilige. Frage ist, ob ich hier sicher bin. Bin ich. Alter. Hast du mich erschreckt? Erzbischof ist tot. Diejenigen, die noch am Leben sind, müssen vor dem Tod fliehen. Kommt bestimmt wieder ein dickes Viech raus, ne? Ah ja, also alle. Sie nie mit ihrer Keule angreifen? Das wirkt viel. Oder wirkt so, als ob das effektiver wäre. So, dann denken wir, den Elektrokugeln können wir aber trotzdem noch eine Leiter nach oben gehen. Nicht, dass man die wieder vergessen. Komm, Witz hier. Die haben mir echt Sprungrätsel eingebaut. Wo bin die denn?
Okay, da sind wir vorher runter. Da waren wir auch unten. So, was passiert da? Unten ist jetzt eine Treppe oder so frei geworden. Ist da eine Lücke irgendwo oder ist das einfach immer so? Mission, da gibt's keine. Mein Gott, wer hat sich das denn ausgedacht? Schaut mir zu sehr nach Boss-Arena aus. Hier könnte ich runterspringen, aber ich weiß nicht, ob das die Seite war, die ich da gesehen hatte. Ich glaube eigentlich nicht. Ach, ist schwierig, sich da auszukennen. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie in dieser zerfallene Baum. Ein Dark Souls mal gab. Sich gerutscht. Ich meine, wir haben ja den Aufzug jetzt so umgedreht, dass er nach oben fährt. Habe ich zwar dieses Riesenproblem, das gerne ausprobieren würde, was passiert, wenn ich mit dem nach unten fahre. Also weiter hoch geht auf jeden Fall nicht. Dann probieren wir mal hier runter zu fallen. Genau, das war das Loch, das wir gesehen hatten. Ein Legionsstecker. Für die Herstellung von Legionswaffen wird ein Legionsstecker benötigt. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht mit der Flammenberge. Die wir seitdem auch nie wieder hergenommen haben. Da unten wären wir wahrscheinlich jetzt sogar nur in den Tod gefahren, hä? So, wo geht's hier hin? Auf jeden Fall nämlich ein Weg, den man easy verpassen könnte. Ja, bitte sag nicht, dass hier irgendwo so ein menschlicher Gegner ist. Eine Truhe. Handgefertigtes kryptisches Gefäß. Ein Schlüssel, um einen versteckten Hinweis zu erhalten. Okay. Moment mal. Eigentlich schnell machen. Bevor wir jetzt den Boss angehen. Die paar Seelen ausgeben. Ja, gut. Was jetzt? Mein Gott, das ist mein Staubsauger echt immer um meine Füße fährt, wenn ich aufnehme.
Ah, und stimmt, dann schauen wir uns nämlich erst den Weg an die Leiter hoch bei den Elektro-Kugeln. Den hätte ich bald vergessen. Ja, das ist zwar irgendwie ein weiter Weg. Zudem, ich gehe davon aus, dass da oben ein Boss ist. So ein Ding in der Mitte, das ist. Also. Ist eigentlich klar, weil. So ein Spiel schenkt einem nie was. Isn't this a cryptic vessel? Well, I would expect nothing less from you. What I mean, of course, is that this is a humble invention of mine. A cipher device. Once your information is locked in here, only you can get it out. Of course, once people realize the value of a truly unbreakable way to keep secrets, knockoffs flood the market. The trials and travails of true genius, forever copied, never credited. But I admit, even some of these knockoffs could still hold secrets. You're welcome to take a crack at, well, cracking it. Who knows? It could lead you to something truly valuable, or at least more practical. May I be of assistance? I can decipher this in moments, if you'd allow me. I admit I'm a bit rusty, but it's all starting to come back to me. Genius never sleeps and never truly abandons the truly brilliant. What? No, of course I didn't read the contents. Who has time to read anymore? But I could help you read it if you want to. Entschlüsselung des handgefällten kryptischen Gefäßes. Befehle. Schlage die Puppe, die an der Alchemistenbrücke am Elysium Boulevard hängt. Lieber Alina, ich habe für dich eine Zuflucht vorbereitet. Handelt sich dabei um Wohnung am Elysium. Du kannst dort bleiben, bis ich alles beruhigt habe. Das ist cool. Da brauche ich aber ein paar Zahnräder. Welcome. Der hat er verkauft, ne? Na, wir kaufen mit allen Seelen welche. Ist mir jetzt egal. Frage ist. Ich glaube, da war direkt die Brücke, kann es sein? Weiß es nicht mehr. Ja. Dann wollen wir die Puppe mal runterschlagen da. Brief mit Adresse der Zuflucht. Anschrift Elysium Boulevard 221B. Schlüssel ist enthalten. Boah, wo das ist. Ah, doch, ich weiß es. Da, wo der Schütze steht. Ich weiß es. Da finde ich hin. Da müssen wir zum Aufzug. Und da draußen ist es gleich. Also sowas ist ja total cool. So, von hier, da vorne raus. Da ist es gleich. Da gibt es.
Tresor. Jagdbekleidung des Eulendoktors. Und Quarz. Sau cool. Finde ich ganz, ganz cool. Machen wir wieder ins Hotel und das Quarz gleich einsetzen. Und können gleich mal das können wir mal kurz anziehen. Das schaut eigentlich ganz lustig aus. Halt nicht so cool wie der Mantel, aber naja. So schauen wir halt aus wie so ein Botenjunge. Aber auch okay. Fashion soll's einfach ihn wieder umziehen. Muss ich echt alle? Ah, nee, schaut mal an, wir haben ja hier noch ganz andere Typen. Tödlicher Angriff. Blockregeneration, Wiederherstellung. Wie das andere, aber unten geht, das kapiere ich noch nicht. So, dann war es das dann mit dem Part und dann schauen wir uns im nächsten Part an, wo die Kugeln herkommen und den wahrscheinlich Boss, schätze ich mal, sonst hätte man da keine Abkürzung freischalten können, der so direkt hinführt, das glaube ich nicht, ohne Gegner. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.